Hi, bitte entschuldigt gerade meinen Aufzug. Es ist gerade mitten in der Nacht, wo ich dieses Video hier drehe. Ihr könnt mir glauben, ich habe gerade wesentlich Besseres zu tun und habe überhaupt gar keine Stimmung darauf, dieses Video hier aufzunehmen. Aber ich tue gerade meine fucking Pflicht als YouTuber und als Filmemacher und werde mich jetzt das erste Mal über Artikel 13 äußern. So, erst einmal, und das sage ich jetzt, weil ich ein sehr breit gefächertes Publikum habe, das sich in vielen verschiedenen Milieus aufhält. Falls ihr noch gar nichts von Artikel 13 mitbekommen habt, denn das kann wirklich gut sein, wenn man sich mit YouTube und so nicht auseinandersetzt, dann habe ich euch jetzt einen Link unten in die Videobeschreibung gepackt zu dem Video von Ultralativ. Dieser erklärt das sehr gut innerhalb von 4 Minuten, worum es da insgesamt geht. Die Demonstrationen dazu waren ja eigentlich für den 23. März angesetzt. Diese wollte ich eigentlich in Dortmund besuchen, bewusst nicht in Köln, obwohl ich hierher komme, weil hier so viele YouTuber rumlaufen werden und ich habe keinen Bock, dass das ein großes Fantreffen oder sonst irgendeine Scheiße wird. Ja, 23. März. Habe ich mir den Terminplan eingetragen? Schön und gut, nur die Zeit bleibt uns jetzt leider nicht mehr. Die Abstimmungen um die Urheberrechtsreform wird auf nächste Woche vorverlegt und das wird bewusst gemacht, um den Demonstrationen aus dem Weg zu gehen. Was ich damit sagen will, die Demonstrationen sind heute, am 5. März. Und zwar in Berlin vor der CDU-Zentrale, in Köln am Breslauer Platz, in Frankfurt an der Hauptwache, in München am Königsplatz, in Stuttgart vor der CDU-Zentrale, in Hannover vor der CDU-Zentrale und in Magdeburg am Willy-Brandt-Platz. Ich habe gerade wesentlich Besseres zu tun, das könnt ihr mir wirklich glauben. Aber ich werde mir heute Abend einfach die Zeit nehmen müssen und werde in Köln auftauchen. Und ich hoffe, ganz viele von euch auch oder eben bei den Orten, was bei euch in der Nähe ist. Dort auch nicht so lang. Arsch hochheben und bis später.